Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir machen natürlich weiter mit der Album-Reaction von Sunny Yellow Bar Mitzvah. Wir haben nicht mehr viel und die EPs ist halt noch vor uns. Die EPs sind irgendwie noch so ein richtig schönes Schmuckstück am Ende, worauf ich mich auch echt sehr freue. Heute, Teammate, der Song an oder für seinen Sohn, über seinen Sohn. Irgendwie so habt ihr es mir in die Kommentare geschrieben. Meine Kapital-Farid-Reaction wurde leider gesperrt, was eigentlich richtig dumm ist, weil das von Warner ein Release ist. Und ich ja mit Warner zusammenarbeite. Ich weiß auch nicht, wie sowas immer passieren kann, Junge. So weird. Aber müsste dann... Gut, jetzt ist halt Wochenende, da ist keiner bei Warner. Na, wobei, heute? Nee. Montag wieder online sein. Vorher erreicht ich da leider keinen. Passiert, was soll man machen. Aber gut, haben die meisten, glaube ich, eh schon gesehen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und ja, jetzt hier Teammate von Sunny. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ihr meintet, das ist irgendwie über oder an seinen Sohn. Und ich bin gespannt. Bis jetzt, die letzten Tracks waren ja wieder sehr, sehr nice, muss ich sagen. Falsche Fuffis haben mir sehr gefallen. Hat mir sehr gefallen. Und immer noch Daily am Hören, Happy Hanukkah und Tony Montana. Also das ist wirklich insane gut. E-Mail reingekommen, nichts Wichtiges. Okay, wir hören rein. Let's go. Auf einmal so Rock-Sound hier. Man muss ehrlich sagen, soundtechnisch, es ist krass bei Sunny, dass er sich so, ich sag's ja in jeder Reaction, aber wie vielseitig er sich auslebt in diesem Album. Das ist krass. Auch wenn mir nicht alles gefällt, das ist krass. Ich war nie zu Hause, Mama sang dir Schlaflieder. Nächte unterwegs, Pakete fahren im schwarzen Siebner. Abriss geht für unser Dach und Essen auf dem Tisch. Mama musste ständig Papa decken vor Gericht. Damals hab ich keine Racks gemacht mit Rapmusik. War nur ein junger Dad gefangen in den Ghetto Streets. Ich war alleine, wurde von Dämonen heimgesucht. Ich seh dich an, du bist mein Mini-Me, mein Fleisch und Blut. Boah, okay, das ist schon, das ist immer so dieses andere Feeling, Mann. Ich habe da voll auch das Gefühl, dass ich sowas gut relaten kann, dass ich so Vatergefühle gut nachempfinden kann, obwohl ich, inshallah, noch kein Vater bin. Keine Ahnung, das ist so, ich finde die Liebe zwischen, die Liebe, die ein Elternteil für das Kind empfindet, ist so diese reinste Form von, ey, ich würde alles für dich tun, so, wisst ihr, das kann ich so voll fühlen, Mann, ich weiß nicht. Das erste Wort, der erste Schritt, die erste Fahrt auf dem Mountainbike. Ich blick zurück, doch alle Farben sind ausgebleicht. Mein Stiefvater im Gefängnis, meine Mom auf Nebenjobs. Bei dir sollte anders sein, deshalb nahm ich die Szene hopp. Studio war wie einzelhaft, du warst allein am Wintertagen. Mama sagte, guck, wie Brüder machen, wenn sie Kinder haben. Doch ich bin, seitdem ich denken kann, für diese Scheiße bestimmt. Jeder erkennt mich, aber Hauptsache, du weißt, wer ich bin. Boah, auch das schon wieder mal. Das erinnert mich an die Zeile aus Hasatan. Jeder erkennt mich, doch ich selber erkenne mich nicht. Und hier sagt er auch nochmal, ey, jeder weiß, wer ich bin, aber Hauptsache, oder jeder erkennt mich, oder irgendwie so, und Hauptsache, du weißt, so, wer ich bin. Und auch, wie er das in Relation setzt, wie er aufgewachsen ist. Das ist wieder ein sehr intimer Song. Gefällt mir sehr gut, auch diese, dass wir so wie falsche Fuffis auch nochmal so einen Song bekommen jetzt haben hier. Jeder erkennt mich, aber Hauptsache, du weißt, wer ich bin. Ich bin dein Teammate. Überall nur Cheater in dem Game. Guck, in diesem Spiel ist niemand straight. Auch genau wie gestern bei Falsche Fuffis, es ist wieder so angenehm, seine richtige Stimme hier zu hören, weil, Junge, er kann gut singen. Er hat eine richtig schöne Stimme, Mann. Sogar ihre Liebe ist gefaked. Ich bin dein Teammate. Auch nice Melodie. Keiner soft. Deiner Feinde wird verschont. Dein Schutz ist mein heiligstes Gebot. Steh an deiner Seite bis zum Tod. Ich bin immer noch im Studio, recorde Songs. 24-7, weißt du, liebst die Jordan Ones. Ich liebe diesen leichten, minimalistischen Beat im Hintergrund, muss ich sagen. Meine rechte Hand, du bist der Baby-CEO. Du passt. Der Baby-CEO ist auch so süß einfach, Junge. Der ist so süß. Weißt du, liebst die Jordan Ones. Meine rechte Hand, du bist der Baby-CEO. Ey, richtig schön, Mann. Richtig schön. Richtig schöner Song, Mann. Falls aus irgendeinem Grund sein Sohn das sehen sollte, Shoutouts gehen raus an dich, Mann. Wunderschöner Song. Passt auf Mama auf, zu Hause, ich drehe Videos. Dieses Leben ist mies, ewiger Krieg. Doch ich carry dich, wir holen den epischen Sieg. Ich war da schon lange fort. Junge, das ist so süß, weil natürlich zockt der kleine Fortnite, Mann. Natürlich ist der Introvert, Mann.
Das ist so süß, Mann, dass er auch so in diesem Song die Sprache von ihm benutzt, so die Sachen anspricht, die er nice findet und so, dass er den Song halt auch fühlt. Das ist einfach für seinen Sohn 10 von 10 so ein Song, geil. Krieg, doch ich carry dich, wir holen den epischen Sieg. Ich war da schon lange vor der Season 1. Keine Sau kann enger sein als der Familienkreis. Papa beschützt dich, geil. Die Neuner in dem Wandtresor. Ich schieß auf jeden, so wie Messi für den Ballon d'Or. Geil. Aim for the stars, du wirst dein Ziel erreichen. Für mich bist du jetzt schon eine FIFA-Icon. Son Goku, Son. Wisst ihr, was ich meine? So, man merkt, er benutzt so die Sprache von seinem Sohn. Und das gibt nochmal so einen anderen süßen Moment gerade irgendwie hier für mich. Son Gohan Tag Team. In dieser Welt muss man sich den Respekt verdienen. Ich kill die Rap-Scene. Kämpfte immer schon für bessere Zeiten. Ich verpasste deine ersten Schritte. Doch hoffe, du wirst mich auf den letzten begleiten. Boah. Junge, komm doch nicht mit sowas. Komm doch nicht mit sowas jetzt hier an. Bro. In diesem Spiel wow. Ist niemand straight. Sogar ihre Liebe ist gefaked. Ich bin dein Teammate. Wow, Junge, also ich sag's, wie es ist, die letzten Songs holt's doch mal richtig raus. Also, was heißt rausholen? Da musste man nichts rausholen aus diesem Album. Das ist mehr als das, was wir erwartet haben, sage ich mal hier für alle. Aber das ist irgendwie nochmal schön, dass wir einen anderen Sound haben. Tiefgründige, tiefgehende Sachen, so persönliche Songs. Wunderschöner Song, Mann, ich sag's, wie es ist. Keiner deiner Feinde wird verschont. Dein Schutz ist mein heiligstes Gebot. Steh an deiner Seite bis zum Tod. Wow. Wunderschöner Song, Junge. Wunderschöner Song, Alter. Geil, Mann. Richtig, richtig stark geworden, Mann. Ich mag halt solche themenbasierten Songs, ich mag persönliche Songs. Und wie süß ist das, einfach einen Song für ihn zu machen. Und wie gesagt, die zweite Hälfte war ganz krass, so in seiner Sprache, so nach seinem Verständnis, fand ich. Hat mir unfassbar gut gefallen. Unfassbar gut, genauso wie der letzte Song, auch Falsche Fuffis. Beide so themenbasierte, persönliche Songs. Vom Soundbild halt auch nice, war was anderes. Und halt seine normale Stimme, natürlich auch ein bisschen pitch-corrected bestimmt und whatever, aber so seine Stimme in der Hook zu hören, war auch sehr angenehm. Ey, ich bin sehr zufrieden, Mann. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich freue mich auf die EPs. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Und dann sehen wir uns nachher noch. Ich weiß nicht, was zuerst online kommt. Wahrscheinlich kommt die hier am Abend. Dann sehen wir uns morgen. Dann habt ihr heute schon die Yuri Reaction gehabt. Ich freue mich drauf. Ich kläre das mit der Kapitalfahrer Reaction, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Aber wie gesagt, gegen Montag sollte die wieder da sein. Und ja, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Und ciao.